Servus Kollege, du hast deine Nightjet nun sicher aus Offenburg hierher gebracht und wirst ihn nun bis Basel fahren. Es sollte erneut alles planmäßig verlaufen, der Fahrplan enthält große Reserven. Rüste nun deine Lok nochmal szenariobedingt auf und gebe die Türen frei und dann nichts wie los, gute Fahrt. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Transimulator 2000... Nee, da stimmt doch was nicht. Im Zwangsbremsungssimulator 2022, meine Damen und Herren. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken zu Beginn für die letzten Wochen. Ging ordentlich ab und auch für das Feedback. Und ja, hat mich sehr gefreut. Jetzt nochmal hier die letzten 11 Tage des Jahres. Und ja, ab heute gibt es dann jeden Tag eine Fahrt bis zum Jahresende auf meinem Kanal. Beziehungsweise eine Folge von dem schönen Train Simulator oder auch einem anderen Simulator, aber eigentlich überwiegend nur Train Simulator und Train Sim World. Und genau, dann nochmal zu Beginn. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Fahrt. Ich hoffe, euch und euren Liebsten geht es soweit ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt die nächsten Tage ein bisschen ausruhen. Und ich würde einfach mal sagen, wir hüpfen an Bord unserer 101, die hier gerade schon... Ah, schön. Und man schön hört die Motoren. Das Grundrauschen, die Grundspannung. Und einmal hinsetzen. So, dann das einmal umstellen. Das können wir eigentlich auch ausmachen hier, das brauchen wir heute nicht. Machen wir mal hier das Ding runter. Auf, meine ich. Hallo? So. Türen sind noch ein bisschen offen. Falsche Taste. Falsche Taste. Zack. Jetzt. So. Genau, Türen sind offen, Fahrtrichtungswender ist vorwärts. Die AFB holen wir uns nämlich mal heute dazu. Genau, Scheinwischer lasse ich jetzt erstmal noch aus. Und ansonsten sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Was ich jetzt nochmal gerne schauen wollen würde, ist, was denn hier alles eingefahren ist. Also wir haben hier drüben den IC1, das Szenario ist übrigens von Sven Straße aus dem Resum Forum. Oder Sven SDR, ich weiß nicht, ob SDR für Straße steht. So, Türen schließen schon. Hier haben wir noch ein TGV rumstehen. Nach Paris, Gare de Lyon. Und dann haben wir hier noch einen Talent 2 im 3-Löwen-Takt. Mit einem kaputten Mittelwagen oder fehlendem. Okay, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachbessern. Schreibe ich mir mal gleich auf. Und ansonsten würde ich einfach sagen, genau. Verriegeln wir die Türen. Der ICR 1, glaube ich, da drüben fährt auch schon los. Naja, ist ein IC1, genau. So, Bremsen gelöst. Und let's go. Schauen wir nochmal raus, ob auch alles soweit passt. Jawohl. Ja, wir haben uns direkt befreit. Da kam das Wechselblinken nicht mal zustande großartig, sondern es war direkt schon befreit. Ich habe da gar nichts blinken sehen, das ist echt nice. So, ja genau, wir sind übrigens den ersten Teil von diesem Szenario am, lasst mich nicht lügen, wartet, ich sag's euch sofort, am 3.11. gefahren und jetzt knapp 2 Monate später fahren wir dann den zweiten Teil. Genau. Jetzt kommen wir auch gleich in die LZB rein. Wir beschleunigen einfach ganz entspannt. Hat er gesagt, wir haben ordentlich Reserven. So, LZB-Überwachung ist da. Ich schau mal kurz, was hier mein intelligenter Hochfahrplan macht. Batterien, okay, das ist voll, das ist gut. So, zack, dann kann ich mal hier kurz gucken, wo wir dann immer ganz entspannt durchfahren. So, Ansagen müssen wir heute nicht machen. So, was hat die LZB gemeldet? Das passt alles soweit. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was da rechts alles stand. Kurz den Kollegen grüßen. Oh, das ist aus. Das muss man nochmal anmachen. So, also, wir möchten gerne hier einmal rauf.
genau, 250 km/h mögliche Höchstgeschwindigkeit. Und dann sind wir gestartet aus, mal kurz 150 einstellen, aus Freiburg-Zähringen nicht. Freiburg-Breisgau, da Straßenbahn Freiburg nach Donaueschingen, Straßenbahn Freiburg, Freiburg-St. Georgen sind wir, glaube ich, noch nicht durch. Ne, jetzt sind wir, nee, 212,4 kommt der, da kommt jetzt noch. Dann kommt danach Ebringen 215 und Schallstadt bei 216 und so weiter und so fort. Dann kann ich das erstmal hier wieder deaktivieren. Das kann ich anlassen. Und genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch ein bisschen Power rauf, damit wir mal unsere VMAX erstmal entspannt ausfahren. Und ja, dann sollten wir eigentlich erstmal soweit, wie der Sven es ja auch gesagt hat, ganz entspannt nach Basel kommen. Das letzte Mal, wie wir hier auf der Strecke unterwegs waren, waren wir zusammen mit dem Stadler oder mit der Stadler Eurodual Lok unterwegs und haben diese für die Präsentationsfahrt in der Schweiz in Richtung Weilheim gebracht, beziehungsweise dort auf dem Güterbahnhof abgestellt. Wobei ich weiß gar nicht mehr, ob das sogar noch ein Gleis vom Güterbahnhof eigentlich offiziell war. Es war direkt am Bahnsteigsende. Das zeige ich euch gleich dann später, wenn wir durchfahren. Da fahren wir übrigens durch bei Kilometer 267,0. Also wir sind noch ein ordentliches Stückchen von weg. Genau. Ich setze mal die AFB auf VMAX. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch die in Freiburg zugestiegenen Fahrgäste im Nightjet der ÖBB zur Fahrt nach Zürich mit Halt in Basel SBB. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. So, neue Geschwindigkeit bestätigt. Angenehme Reise wurde uns gewünscht. Da vorne gehen wir dann nochmal runter auf die 110. Und dann werden wir, glaube ich, mit entspannten 150 oder sowas bis zum Katzenberg-Tunnel durchdüsen. Mal gespannt, ob es auch rüber geht. Ich glaube, ja. Oh. Hallo, Kollege. Ah, nee, das wollte ich nicht. So, aus, an, jetzt. Zack. So, hier sind wir jetzt durch den Bahnhof Schallstadt, ne? Ne, Ebringen gefahren und Schallstadt kommt jetzt hier direkt danach sogar. Nach dieser Kurve, wo wir nur mit 110 durch dürfen. Oder? Jetzt müsste hier eigentlich Schallstadt sein. Oh, Störung. Genau das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, das ist Schallstadt, war. Lunzen war mal. Ja. Sieht mir danach aus. Wobei ich es jetzt nicht lesen konnte, aber wenn wir jetzt einmal kurz hier. Ja, das ist Schallstadt. So, jetzt möchte ich aber nochmal kurz im Hintergrund schauen, während wir hier entspannt fahren und die LZB zu sehen ist. Und zwar. Löwentakt, so. Okay. Runterladen. Jetzt dürfen wir, glaube ich, auf die 160 hoch, wa? Sieht mir doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, lies mich. Also das heißt, eine Dings fehlt, eine geo.pctx-Datei. Das machen wir mal heute nebenbei tatsächlich, während der Fahrt. Weil ich das jetzt immer wieder irgendwie nicht ganz, warte mal. So, Railway, zack, zack, zack. So, wir haben 442, geo.pctx. Na, jetzt habe ich das Ding geschlossen. Perfekt. Das wollte ich nicht. So. 4422 4427 GeoPCDX 442 4432 und 4437 GeoPCDX. Hä? Und trotzdem lädt er nicht? Was ein Wichser.
kopieren einfach nochmal. Aber ohne die SIFA dabei zu vernachlässigen. So, zack. Drei Löwen, Tag Dirty. Vier Dateien im Ziel ersetzen. So. Das würde ich doch jetzt eigentlich sagen, Freunde. Das sollte dann an der Stelle eigentlich geklappt haben. Anschließend noch für die Cap-Ansicht das Passenger View. Machen wir das doch einfach nochmal. Ist sie hier auch drin? Ne, die ist hier natürlich nicht drin. Ja, okay, an der Stelle würde ich einfach sagen, genug rumgewurschtelt hier an diesem Ding. Ich verstehe nicht ganz, er möchte jetzt irgendwie, dass ich passengerview.geo.pcdx irgendwo hinkopiere. Aber ich weiß ja da ehrlich gesagt nicht, wohin. Passengerview, drei Löwentakt, das machen wir einfach hier rein, zack. So, gut, dann haben wir das auch erledigt, haben wir das nochmal das Ding neu installiert. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. So, ersetzen. Sehr schön. Gut. Geschwindigkeitswechsel. Angekündigt. Very nice, very nice. Electric Talent 2, 3 Löwen Tag Dirty. Genau. Gut, dann haben wir das auch. Zack, zack. Dann schließe ich jetzt mal alles, was ich hier heute aufgemacht habe, damit ich im Hintergrund wieder ein bisschen mehr Platz habe, Freunde. Ihr seid jetzt live dabei. Schönes Multitasking-Talent. Und gerade muss ich sogar sagen, es funktioniert. Gut, wir haben auch die LZB an Bord. Die hilft uns natürlich auch noch. Aber ich meine, am Ende des Tages bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Jetzt muss ich nochmal hier ein paar Sachen rausschmeißen. Das muss weg. Brauche ich noch. Weg. Wow, was war das denn? Okay. Gut, Freunde. Naja, dann würde ich an der Stelle sagen, sind wir jetzt erstmal wieder soweit ready. So, jetzt sind wir wieder zurück im Führerstand. Und Kollegen natürlich gegrüßt. Haben wir das Fernlicht versehentlich angemacht? Nee, alles gut. Okay, also, dann haben wir jetzt die gerade den Bahnhof Buggingen, glaube ich, über oder durchfahren ihn gleich, da vorne Buggingen. Kann das sein? Ja, das sieht sehr nach Bahnhof Buggingen aus, bei 231.8. Und da sind wir, 231.8. Und dann haben wir als nächstes, Alter, Stimme, Müllheim. Ist ja tatsächlich auch eine etwas größere Ortschaft. So, 100 sind angekündigt in 9 Kilometern. Das heißt, da geht es dann wahrscheinlich auf den Katzenberg rauf. Und dann auch ab Richtung... na,
wie heißt das nochmal? Richtung Basel über die SFS. Das wollte ich sagen, genau. Einmal noch die SIFA bestätigt und wir haben tatsächlich wohl einen Halt in 3 Kilometern. Da wird wohl ein rotes Signal auf uns zukommen. Schauen wir mal, was uns erwartet. Oh ja. Ach, das Zusatzsignal zeigt uns schon Halt erwarten an. Beziehungsweise ist es gerade sogar als Vorsignal einzeln. Oder so war das doch, ne? Bei der LZB ist es möglich, dass dann das Hauptsignal dunkel geschalten wird. Wobei ich mich jetzt frage, ob das dann nur so ist wegen des Blockabschnitts oder ob man das dann einfach dunkel schaltet und das dann quasi die Funktion eines, also dass dann nur das Vorsignal quasi gezeigt wird, in Anführungsstrichen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich das nochmal am besten nachlesen kann. Also falls es jemand weiß, gerne nochmal in die Kommentare. Aber ich werde es auf jeden Fall auch vorher schon noch nachlesen. Wenn ich dann eine Seite finde. Suchen wir nochmal gleich. Nach der Fahrt. Aber schreibt es mir gerne auch nochmal rein, damit ich dann sicher sein kann, dass ich das auch wirklich richtig verinnerlicht habe. Doppelt hält besser. So, da kommt uns eine Praline entgegen. Na, die guten alten Pralinenwerbung 2018, ey. Auch schon viel zu lang her. Also hier durchfahren wir jetzt gerade bei 239 den Bahnhof Augen und als nächstes kommt dann Schliengen, wobei wir nicht durch Schliengen fahren werden, sondern die SFS vorher höchstwahrscheinlich anfahren werden. Genau, da ist auch schon unser Geschwindigkeitswechsel angekündigt auf die 100. Auch irgendwie cool, bis in der LZB noch mal zuzuschauen, wie sie schön arbeitet. S für Schnellfahrstrecke. Oder einfach für schnell. Okay, 100. Wobei S auch hätte für Schliengen stehen können.
Aber nee, das macht keinen Sinn. Also die 100 jetzt hier würden dann keinen Sinn machen. So. Ja, du musst da schön warten, mein Freund. Kannst auch gerne bleiben. Komm bloß nicht zu nah. Und ich spreche da eigentlich explizit den Train Simulator Dispatcher an. Nicht, dass er den Kollegen dann losschickt hier. Und wir dann eine kleine KI-Kollision haben. Spielerzug gegen KI. Falscher Stromabnehmer hier. Ah ja. Ah, schön. Jetzt musst du nochmal alles hier geben, die 101. Bevor es dann in Basel in den wohlverdienten Feierabend geht. Hier können wir auch, glaube ich, mal ein bisschen Fernlicht anmachen, wa? Jawolski. Wie lang ist der Tunnel nochmal? Ich glaube, der ist ein bisschen länger als 30 Kilometer, oder? Gucken wir nochmal kurz. Ach nee, der ist nur 10 Kilometer lang, verstehe. Dachte sogar, der wäre noch ein bisschen länger. Okay. Zumindest ist der Abstand zwischen dem Anfang, wo wir gerade raufgefahren sind, da bei Schliengen, da quasi von dem Abzweig bis zum Ende der SFS, also da, wo man wieder richtig auf die Haupttrasse raufkommt, vom Ende der SFS komplett, der Abzweig am Ende eben, sind es insgesamt auf der, also wenn man auf der Nahverkehrstrasse weiterfahren würde, sind das insgesamt 25 Kilometer Differenz. Nee, doch nicht. Insgesamt fast 20, circa 20 Kilometer, und der Katzenbergtunnel ist insgesamt an sich nur 10.000 Meter lang. Und dann kommen nochmal ein Kilometer, glaube ich, vor dem Tunnel jeweils aus Richtung kommt Basel und aus Richtung kommt Freiburg. Also kommt man so auf effektiv 13, 14 Kilometer. Der komplette Abschnitt dann, wie man runter ist von der SFS, sage ich schon, von der Haupttrasse. Genau. So, also. Dann. Da vorne ist, glaube ich, auch schon der Ausgang, wa? Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich noch mal ein kleines Bildlein schießen. Uns ja mal hier so positionieren. Wobei eigentlich. Okay, doch, ich mach mal hier als. Oh, da hätte man sogar rausgekonnt. Na, wie mache ich das wieder aus? Ah, jetzt aus mit Steuerung V, nicht mit Shift V.
Und da ist die gute alte Haupttrasse wieder zurück. 100 angekündigt. Also auch schon in 7 Kilometern. Wir kommen ja viel zu früh an. 100 ab hier. LZB confirmed und dann geht es wieder zurück auf unser eigentliches Gleis. Also noch eine Weiche und dann ab nach Basel rein. Kommt jetzt eigentlich noch irgendein besonderer Bahnhof? Dann kommt noch Halting. BW Halting kommt dann noch. Nordschleife, Bahnstrecke Bad am Rhein, Saint-Louis, Orin, 1887 bis 1937 und Anschlussgleis Rheinhafen, Weil am Rhein, Basel-Bad, Güterbahnhof, beziehungsweise Rangierbahnhof, 267-0 Weil am Rhein, 268-7 Staatsgrenze, was ist denn jetzt los? Wir hatten wohl gerade eine kleine LZB-Falle. Staatsgrenze Deutschland-Schweiz und die Eigentumsgrenze DB Netz BEV. Von Hafenbahn Kleinhöningen, Baselbad, Rangierbahnhof GRL, GRC, GRA, Eisenbahnbrücke Wiesel und dann kommt Baselbad Bahnhof, Basler Tram, Basler Verbindungsbahn nach Basel SBB, nach Zell, nach Konstanz. Okay, also wie es aussieht, ein Red Signal hier in der Kurve. In Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Basel, Badischer Bahnhof. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Wir bedanken uns bei allen aus- und umsteigenden Fahrgästen für die Mitfahrt hier in Nightjet und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Genau, das wünschen wir jedem Fahrgast. Bedankt haben wir uns schon für die Mitfahrt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo die Staatsgrenze war bei 268 war. Genau, 268,7. So, durch Halting sind wir schon durch, genau. Und wie es wohl aussieht, haben wir irgendeinen Typen vor uns. Gucken wir mal, wer da vor uns verkehrt. Na, was blockiert unseren Abschnitt? Gar nichts. Anscheinend, okay. Hier ist übrigens, da wo jetzt die, was ist das, glaube ich, eine 185, dann gibt es auch mal, hier seht ihr gerade, die steht genau am Ende, also da ist ein Prellbock und da ist dann Bahnsteigsbeginn. Und dann seht ihr da links nochmal, also hier, nochmal ein Prellbock, da. Und da haben wir dann die, Eurodual-Lokomotive letztens abgestellt, bevor es dann für sie weiterging in die Schweiz. Und ich glaube, das ist dann doch noch ein Teil von dem Rangierbahnhof an sich. Genau. Ach, die dachten hier schon, sie wollen gleich hier alle raus, die Fahrgäste, aber dem ist nicht so. Na, schön auch die Balisen da. Very gut. Na, ich vergesse jedes Mal, dass das doch noch von der Größe her gar nicht zu unterschätzen ist, hier rechts das Ding. LZB Ende mit PZB frei bestätigt. Und hier ist jetzt die Staatsgrenze. Genau. Stellen wir eben die AFB auf 100 ein. Haltet niemals Shift gedrückt und Rechtsklick, um dann die Maus zu bewegen,
um die Kamera zu wechseln, sonst werdet ihr in diese schnelle Ansicht kommen und dann rutscht ihr so hin und her, deswegen immer Rechtsklick ohne Shift gedrückt halten. Genau. So, der bremst mich runter auf die 60 jetzt, ne? In 250 Metern. Ich glaube aber, mit dem Signal fliegen wir raus. Kann das sein? Ich nehme mal hier die Leistung raus. Ja. So, drin sind wir. Dann stelle ich nochmal ein. Eigentlich wollte ich jetzt nicht, dass du schneller wirst, mein Bester. Okay, das passt jetzt. Gut. Dann machen wir nochmal hier rechts das Fenster auf und lauschen ein bisschen. Ah, schön. Den Sounds und dann haben wir auch unsere Fahrgäste überpünktlich heute in Basel Badischer Bahnhof abgeliefert. Heute bremsen wir mal mit Stil, also der E-Bremse. Und einen minimalen Einsatz der Druckluft. Mal gucken, ob uns das gelingt. Looks good. Ja, ein paar Meter gehen noch. Und dann, damit wir auch wirklich zum Stehen kommen, eine Druckluftbremsstufe dazu und Türfreigabe. Ah, schön die Signale, ne? Schaut's euch an. Cool. Gut, meine Lieben. Der Kollege übernimmt ab hier. Nightjet erfolgreich abgeliefert. Unsere schöne 50 Jahre Intercity-Lokomotive. Und dann würde ich einfach sagen, schon mal zu Beginn, beziehungsweise zum Ende, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Mir hat sie sehr, sehr, sehr gefallen. Ging ordentlich gut ab. Schön SFS-Action gehabt. Bisschen LZB. Ja, die Freiburger Basel-Strecke, die eignet sich immer mal ganz gut. Wenn man irgendwie ein kleines bisschen LZB und SFS-Action haben möchte. Und genau, dann würde ich einfach an der Stelle sagen, meine Lieben, bleibt schön gesund. Morgen geht's auch schon weiter mit der nächsten Fahrt. Und ansonsten euch wunderschöne, wie heißt es nochmal? Ach ja, jetzt Feiertage. Und bleibt schön gesund, genießt die Zeit. Ja, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.